Hey, was geht, Freunde? Willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute geht es um Dragon Ball Super und ein Teaser ist aufgetaucht, ein Teaser-Trailer oder Announcement-Trailer, wie auch immer man das nennt. Offiziell Bezeichnung ist, glaube ich, Announcement-Trailer. Den werde ich vielleicht auch nochmal hier hochladen oder auch nur verlinken. Zu Dragon Ball Xenoverse Teil 2, also Xenoverse 2. Ja, darüber wollte ich mit euch ein bisschen reden und ja, fangen wir mal an mit Dragon Ball Super erstmal. Das Ganze kommt jetzt von mir ein bisschen später, allerdings bin ich gerade erst aus dem Kurzurlaub zurückgekommen. Ich hatte die letzten 4, 5 Tage sowieso gar kein Internet und habe wenig von der Außenwelt mitgekriegt, von Dragon Ball und so weiter und habe jetzt gerade erst die letzte Folge vom letzten Sonntag geguckt. Und ja, die fand ich ziemlich interessant. Das Ganze war halt mehr so eine, so eine Zwischenfolge. Jetzt nicht Lückenfüller, aber also es war nicht irgendwie ein Kampf oder irgendwas, was unbedingt richtig zum Kern, zu der Hauptstory dazugehört, würde ich sagen. Trotzdem hat man jetzt, Achtung, Spoiler für alle, die es noch nicht gesehen haben. Man hat Pan gesehen als kleines Mädchen, also als Baby noch. Und Son Goku sollte auf Pan aufpassen. Denn das kommt auch noch hinzu. Son Goku ist ein wenig krank oder sein Körper spielt ein bisschen verrückt, nachdem er diese zehnfache Kaioken mit dem Super Saiyajin Blue angewandt hatte. Und er kann sein Ki irgendwie nicht mehr richtig spüren, seine Energie und. Ja, er kann nicht mehr richtig fliegen und hat seinen Körper halt nicht mehr unter Kontrolle. Und dann kriegt er halt den Rat von Meister Kaio, dass er sich auf jeden Fall ausruhen muss, nicht mehr trainieren darf. Und dann will er sich eben um Pan kümmern, das ist ja seine Enkelin. Und dann will er sich darum kümmern und soll dann auf Pan aufpassen. Und Pan haut dann einfach ab und lernt auf einmal fliegen oder macht dann so. Dann wird nicht zum Super Saiyan, aber macht so ein Power-Up, kriegt dann halt Aura um sich und kann auf einmal fliegen und ja, ziemlich lustig auf jeden Fall, auf jeden Fall auch ein cooles Bild und das Ganze hat da bei mir so im Kopf das getriggert, dass Pan vielleicht auch noch eine größere Rolle spielen wird, wenn sie dann jetzt, wenn es ein bisschen einen Timeskip gibt, so in etwa, also einen kleinen Zeitsprung, dass Pan dann ein paar Jahre älter ist, vielleicht 10 oder so, oder 8 oder sowas, so wie Gohan jetzt in etwa, Goten. Und dass sie sich dann auch relativ schnell in einen Super Saiyajin verwandeln kann. Und das wäre auf jeden Fall ziemlich cool, weil dann wäre das auch der erste weibliche Saiyajin sowieso, den wir haben. Und auch weibliche Super Saiyajin. Und da wäre ich auf jeden Fall mal gespannt. Das würde ich ganz cool finden, auf jeden Fall. Ja, so viel dazu. Also die Folge hat mir ganz gut gefallen, war gut animiert und ja, ich finde es natürlich immer cool, irgendwie dann einen Arc gibt, einen Kampf gibt, so ein Turnier oder so. Aber trotzdem auf jeden Fall sehr cool. Und dann noch ganz kurz zu dem Xenoverse-Trailer, den ich auch noch hochladen werde wahrscheinlich. Xenoverse war jetzt ja ein Spiel vor. Ich weiß gar nicht, ob es letztes Jahr rauskommt. Ich glaube, Anfang letzten Jahres kam es raus. Oder Ende 2014. Nee, ich meine aber 2015 war es. Weiß ich schon gar nicht mehr. Was aber nur für die PS4, Xbox One und auf Steam erhältlich war. Also für die neuen Konsolengenerationen. Und das Ganze war quasi ein bisschen von Dragon Ball Online. So mit Charakteren von Dragon Ball Online und ja, quasi, es war ein Offline-Spiel mit einer Kampagne, mit einer Story, was man aber auch online gespielt hat. Quasi, man war in so einer großen Lobby, wo man auch andere Leute getroffen hat und konnte dann auch Online-Kämpfe machen. Aber es hatte eben auch eine Story und ja, wie gesagt, in dieser Story kam dann halt auch die, ich weiß, ich kenne sie mit Namen nicht, aber die Charaktere aus Dragon Ball Online dann vor. Und ich hatte damals schon so ein bisschen den Verdacht gehabt,
Dass das Spiel kurz ein Jahr nachdem Dragon Ball Offline, Dragon Ball Online Offline genommen wurde, rauskam, dass Toei Animation oder die Betreiber eben, dass Dragon Ball Online sich nicht so finanziert hat und die halt ihr eigenes Ding machen wollten und dann eben dieses Xenoverse daraus gebastelt haben, hatte ich damals schon den Eindruck und jetzt, wo ich den zweiten Trailer wieder gesehen habe, hat sich der Eindruck bei mir irgendwie verstärkt, auch wenn man nicht so viel sieht, aber alleine die Grafik und die Aufmachung und so erinnert mich schon. Ich finde, das ähnelt halt wirklich schon sehr Dragon Ball Online. Nichtsdestotrotz hat mir Xenoverse extrem viel Spaß gemacht. Es war ein cooles Spiel, eigentlich mit das beste Dragon Ball Spiel seit langem. Und ja, auf jeden Fall bin ich gehypt auf den zweiten Teil. Ihr werdet es wahrscheinlich hier schon gerade im Hintergrund sehen. Vielleicht lade ich es auch nochmal separat hoch. Wie gesagt, weiß ich nicht. Und ja, so viel zu den letzten Dragon Ball News. Zu Dragon Ball Online habe ich immer noch nichts weiteres. Aber wenn es da was Neues gibt, werde ich euch auf dem Laufenden halten. Und ja, alles klar. Bis dann. Ciao.